Na gut, die Werte waren bei dir nie immer so dick, aber die waren schon gut. Hast gereicht, weil die war immer voll schlecht bewertet, aber die ging dreckig. Ja, die ging Ja. über 100 Meter noch. Die hatte da einen Furz oder so. Keine Beleidigung in meinem Twitch-Chat. Es gibt keine Kinder. Es gibt nur junge Erwachsene. Und mich als alten Opa. Grandmaster, du bist auch schon alt, gell? Boah. Es Ja. ist der Ja, alte komm schon. Männerkanal hier. Schon halber Ü30-Party hier. Die Ü30, ich bin jetzt im Auge von Sol, ich will mal snipen, weil wenn ich die letzte Wort habe, dann habe ich ja was für Nahkampf. Brauche ich nicht noch eins. Ich level hier den Raketenwerfer weiter. Habt ihr das schon mal mit diesen Detects, also diese Go Geister probiert mit den Ressourcen suchen? Bringt das was? Das ist gut. Nee. Muss ich auch mal Nee. testen. Und? Sieht man dann alles über die ganze Map oder was? Im Ich Prinzip hab's noch nie suchst du die auch ausprobiert, wie nicht gesagt. mehr. Hab die eh schon genug. Früher hätte ich sowas echt gebraucht. Ja, die Ressourcen bringen jetzt echt nichts mehr. Aber es gibt ja dann noch neue Geister, die andere Fähigkeiten haben. Hallihallo. Teamspeak, wir sind von Hi. 16 bis 45 oder so. Wer ist der Jüngste bei uns in der Party? Also Höchstwahrscheinlich ich weiß ich. nicht wie. Also ich bin 15. Siehst du? Wahrscheinlich 15, habe auch. ich gut geschätzt. 15 bis 35 oder so. Ah, die Map schon wieder. Das Hatte ist nicht natürlich das schon super mal mit dem letzten Battlefield Wort. Hardline? Bitte? Bravo Team. Hat irgendwer von euch Battlefield Hardline? Nee, sowas spiele ich Nee. nicht. Ja. So Abzocke unterstütze ich nicht. Wird dasselbe Spiel mit einem So. Mod nochmal 40, 70 Euro ausgegeben oder was auch immer das kostet. Nein, das kostet jetzt nur 25 Euro. Ist wohl runtergesetzt, deswegen habe ich es mir Ja, auch geholt. jetzt ist auch Sonst hätte ich vorbei mir das doch irgendwie. Bei niemals Battlefield geholt. Hardline waren es ja wohl mal megamäßig vorbei. Das ist wirklich lange. So, erster Schuss im letzten Wort auf Patch 2.0. Ich hab getroffen, 61 Headshots. Also auf deutlich weniger Schaden auf Reichweite, das waren ungefähr 25 Meter oder so. Kann man nächstes Spiel vielleicht noch mitspielen, falls noch Platz frei ist? Ja. Ich war so unverschämt, einfach in die Party reinzukommen, also ja. Immer gerne. Ja, nee, normalerweise bin ich nicht so, normalerweise frage ich immer, aber. Ja, in die Party kann Ja. immer jeder kommen, aber nicht ins Spiel, wenn ich gerade. Ich bin gar nicht tot. Nice. Nicht ins Spiel, wenn ich gerade irgendwas mache oder so. Wenn ich Osiris spielen will, dann brauche ich nicht noch einen Vierter reinzukommen, weil das bringt halt wenig. Aber in die Nee, das Party bringt einen. überhaupt kein Problem mit. Also bis jetzt bin ich noch nicht gestorben im letzten Wort. Nein, ich hab keine Granate. Oh, ihr habt die voll angeschossen. Ja, wusste ich, André. Wenn ihr Lust habt, Lightning, falls du es auch zeigen willst im Stream, ich kann euch einen coolen Ort zeigen. Das ist der Bunker War 4. Der kommt in der Taken King raus. Da gibt es auch noch zwei Geister, die man noch nicht haben kann. Nein, Also, danke. falls ihr ihn Nein, irgendwie nein, 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 sehen nein. So wollt. Glitch-Zeug machen wir hier gar nicht. Das ist kein Du wirst Glitch. gebannt, wenn Das du ist kein da. Glitch. Wenn du dir Geister holst, die es noch nicht gibt, die du aber dir schon vorher holst, wirst du gebannt. Ich kenne Leute, die deswegen gebannt wurden. So was machen wir nicht. Das zeigt mir den Leuten auch gar nicht Ja, aber erst. das ist kein Glitch. Du musst einfach eine Mission starten. Dann Welche kannst denn? du in die Hälfte vom einen Bunker rein und den anderen, da musst du glitchen. Ah, ich hab ne Beim anderen Sniper. Bunker musst du glitchen. Ach, der hat volle Wie Energie. ist denn das? Kann Oh. ich manche theoretisch bannen, wenn du jetzt einfach durch Zufall in dieser Mission halt diesen Ort findest, sag ich mal? Oder wenn du da nicht Ja, wenn du hingehst? dann noch Den die kannst du nicht Geister zufällig aufhebst finden, und den beide kannst du dann auch nicht. noch, ist das ja wohl kein Zufall mehr. Aber, also irgendwer muss es ja entdeckt haben. Und Ich hab's wenn, entdeckt. Felix und ich haben's entdeckt. Na, alles nicht hilft, Nahkampf Felix und hilft. ich haben's entdeckt. Weil bevor der Taken King Patch rauskam, haben wir das Tor da hinten entdeckt und haben gedacht, sieht aus wie bei Rasputin und Ey, dieses dann haben Fusionsgewehr wir gedacht, Omolon yo, Test Glitch. Affair killt mich jetzt schon zum 25. Mal. Und das im Springen, im Landen, in egal was. Dann Bin immer tot davon. Das muss irgendwie ganz gut sein, hab haben ich wir auch uns noch halt nicht so getestet. gedacht, ja, glitchen wir uns halt mal rein, schauen wir mal, ob man da rein kann. Einer Ja, links da low, ja, ging's nice, rein habt und ihr. das kann man mit einer Mission erreichen, Ja, das glitchen wir Teilwort. uns halt mal da rein, hast du gerade selber gesagt. Ja, aber das kann man auch mit einer Mission erreichen, also ja. Ja, aber du Und dann, glitschst wenn wir dich in der rein. Du Wand gehst dann keinen liegen, das normalen Pfad, gleiche sondern du machen. glitschst dich irgendwo rein. Ja, haben Ja. recht. Ja, also, dann sind wir wieder Ja, beim dann ist Thema. es jetzt trotzdem Glitch. Das machen wir nicht. Aber ich kann euch einen Geist geben, den kann jeder haben, weil der in der Mission ist. Wieso soll das letzte Wort mehr Stabilität Ja? haben, wenn der Damage hochgeht? Macht irgendwie keinen Sinn für mich.
Sperre Muni. Ja, ich hab deren rausgenommen. Da hat's einer alleine genommen und mich gekillt. Mehr kann ich nicht tun. Weiß das zufällig, jemand hat zufälligerweise die Sleeper Stimulant neue Waffe. Nicht das gleiche Symbol wie die Unendlichkeit. Ja, zweiten, also beim Exo-Perk. Keine Ahnung. Aber die Symbole sind ja öfters mal gleich, aber der Perk ist nicht derselbe, deswegen. Aber die. Ja, das ist auch. Das Gewehr der Fremden sieht genauso aus wie die Schicksal aller Namen, das habe ich heute gesehen. Nein, soll ich das sagen, warum mich das interessiert? Weil das in dem einen Bunker unten drin war, auf einer Tür. Das war überall in dem Bunker. Deswegen interessiert mich das so. Weil ich nichts zu sagen, weiß ich nichts zu. Gefühl, du glitchst ganz gerne mal. Ja. Ich versuche irgendwie immer, ich probiere immer alles aus. Einfach nur, ich bin neugieriger Mensch. Kann ich immer snipen, es kommt wieder keiner. Nein! Ich kann nicht snipen in diesem Spiel, es ist echt. Geh jetzt mal ein. Ja, und dann hole ich gleich eine Herbenovelance. Da kriege ich natürlich sofort den Headshot hin und dann tanzt er auch noch frech. Lass sie mal wegschießen. Komm zu C. Was geht da gerade? Alles so ein bisschen. Ja, geklaut. Nice one. Nice one, der Lightning. Oh, Golden Gun. Ey, ich block mein Team wieder rüber. Wieso denn? Ich wollte schon gerade nach rechts rüber gehen, da stand ein Teammate da. Hab ich den aber. Ich hab gerade nicht im Weg, sorry. Ja, kannst du ja nichts für, das ist ja nicht, das ist ja kein Vorwurf, aber ich verwende nur so Glück, dass ich dann genau ins Teammate reinlaufe und dann halt Golden Gun fress. Da läuft einer. Kennt ihr schon das Easter Egg bei Bannerfall? Alter. Ja. Ey, ich habe auch kein Glück. What? Ja, jetzt rennt er doch nicht wirklich darüber. Da rennt er nach rechts weg. Der Ultra Low. Ja, ich weiß ja nicht. Nein, kennt irgendwer von euch bei Bannerfall das neue Easter Egg im PvP? Ja, was ist denn Bannerfall? Wen interessiert das jetzt? Das ist die eine Map da. Irgendjemand? Was? Bannerfall? Achso, das ist eine Map? Nee, kenn ich nicht. Ja. Da haben wir doch gestern drauf gespielt, Lightning. Mit Kati, wo ihr auf die Schwere mit Puzzles auf. Ja, aber ich kenne die, ich kenne den, was ist ich, Easter Egg kenne ich nicht. Ja, da ist hinten im Hangar, kannst du so ein Tor runterlassen mit X und dann siehst du da ein neues Exoschiff irgendwie. Also ich glaube, das ist ein Exoschiff. Felix hat's gesagt. Aua. Ehrlich gesagt merke ich jetzt bis auf den Schaden nicht so wirklich einen Unterschied beim letzten Wort. Macht halt deutlich weniger Schaden, aber alles andere ist irgendwie fast gleich. Also die Genauigkeit. Naja, siehst du wahnsinnig viel. Gut, da ist aber auch alles angeschossen, also so schwer ist es jetzt nicht, dann die Angeschossenen zu killen. Also man merkt eindeutig, dass die Automatikgewehre hochgepatcht wurden, das ist schon mal. Das definitiv. Ey, nee. Ey, nee, komm. Ja, das war auch mehr als optimistisch, deine Mobile-Bombe zu haben. Der Radar ist auch total verzögert hier, ey. Es ist hier wieder keiner. Jetzt haben wir alle Zonen verloren, was ist da los? Ich komme auch mal zu A. Ich hab einen Raketenwerfer, der keinen Perk freigeschaltet hat. Nice one! Ich bin wieder die Kugel im Riff versenkt. Ist der Drift, oder was? Ja, 3-9. Das ist so ein einfacher Spielmodus. Da kannst du enorm leicht ganz viele Punkte machen. Ja. Aber man muss es halt können, oder man muss Felix oder mich dabei haben. Okay. Es ist halt auch nicht schwer, Punkte zu machen. Du musst halt einfach nur Routen kennen. Wenn du die Routen kennst und einer mit dir mitläuft, hast du den Funken direkt drin. Also, dann ist das. Das ist genau andersrum, beziehungsweise das Gegnerteam genau die Routen kennt und so. Dann ach was, der überlebt noch mit minimaler Energie. Dener Killstreak, der Xandric. Ich hab so kein Glück, was das Snipen angeht. Immer wenn ich schieße, gehen sie genau hinter die Wand und dann kommen sie wieder vor, ich schieße nochmal und sie gehen wieder genau hinter die Wand, wenn der Schuss kommt. Das ist doch. Also ganz ehrlich. Der sieht mich ja nicht mal, der weiß ja nicht mal, dass ich jetzt in dem Moment auf den stehe. Das ist einfach Glück. Der einfach in dem Moment dahinter. Nichts machen. Einfach fail. Ich hab einmal die Necrochasm jetzt gerade ausgepackt. Was kommt? Alle Gegner holen sie mit raus.
Ja, im Teammate-Block ist schon wieder in die Wand rein, die Granate fliegt gegen den Zug. Mann! Das gibt's doch nicht, wir sind nicht unter dem Pech! Das kann doch nicht wahr sein, ey. Originales Teammate schieb ich links rüber, ich wirf die Granate in dem Moment, ab in den Zug rein. Das ist ja... Das ist ja schon hier Boykott. Lightning Soul Granatenboykott ist das. Und Sniper-Boykott. Ja, da kann ich nichts machen. Er schießt mich hier schon über den Haufen. Er ist wieder nicht da, ich guck wieder dahin, wo er ist. Es kommt nicht mehr. Okay, ich hau eine Nova auf A, vielleicht krieg ich das gerade noch so hin. So mich ein Teammate gegen Landlock. Der schießt einfach irgendwo hin und hat mich. Er stirbt halt nicht von der Nova. War zwar auch nicht perfekt, aber war sowieso wieder nur einer. Ich hau so mal auf einen und selbst den kenne ich nicht. Läuft bei mir. Ich versuche mal lieber der Schweren da drüben wegzusnipen. Ja, die sehe ich ja da nicht mal. Gucken wir uns ja wieder beide. Oh, Golden Gun bei. Verdammt. Bitte was? Der Waffentyp braucht ja mit dem Update ja so ein bisschen verändert irgendwie, ne? Scott-Gewehre jetzt auch stärker oder? Wie ist das? Ja, Scott-Gewehre sind auch stärker. Ein kleines bisschen stärker sein. Automatikgewehre merkt man halt total. Kennt ihr das, wenn ihr länger in der Lobby habt und sie einfach nach einem Golden Gun Schuss nicht sterben? Nach 20 Quadrilliarden? Nee, sowas kenne ich überhaupt nicht. Das war so eine schlechte Runde gerade. Trotzdem 15 Kills gemacht. Aber die meisten echt mit dem letzten Wort. Mit Oberbaum habe ich fast keine gemacht, mit Granate keine. Sniper glaube ich auch keinen. So schlecht finde ich die Waffe jetzt nicht. Also... Auch geil. Also, 5er Kill-Serie.